Wir sind ein Verbund von mehreren landwirtschaftlichen Teilbetrieben. In der Summe bewirtschaften wir eine Fläche von 3.500 Hektar Ackerland und 1.900 Hektar Grünland. In der Summe produzieren wir jährlich rund 21 Millionen Kilogramm Milch und wir befassen uns natürlich aufgrund dessen sehr intensiv damit, unsere Milchproduktion weiter zu optimieren. Die Umstellung vom Fischgrätenwerkstand auf das AMR erfolgte innerhalb von 14 Tagen nahezu störungsfrei. Und auch wenn jetzt neue ungelernte Kühe auf das AMR kommen, haben diese sich innerhalb von 3 bis 4 Tagen an die Technik gewöhnt. Das viertelindividuelle Melken sichert uns ein schonendes, euterschonendes Melken und stellt gleichzeitig sicher, dass das Blindmelken nahezu der Vergangenheit angehört. Der Melker hat eine Übersicht über ein Smartphone oder über den Überwachungsbildschirm, sodass er jederzeit informiert ist, ob eine Kuh abgetreten oder abgeschlagen hat. Durch das viertelindividuelle Vormelken im AMR und die Prüfung der Leitfähigkeit wird jegliche Auffälligkeit sofort angezeigt und es wird reagiert. So können wir garantieren, dass nur Milch von eutergesunden Tieren in den Verkehr gebracht wird und wir eine hohe Lebensmittelsicherheit in unserem Betrieb gewährleisten. Also auf dem Überwachungsbildschirm können wir einmal sehen, wie viele Kühe zum Melken sind, wie viele bereits gemolken sind, wie viele noch eine anstehende Melkberechtigung haben, beziehungsweise kann ich in der Melkwarteschlange sehen, welche Kühe noch fehlen bzw. eine anstehende Melkberechtigung haben. So, wir haben durch diesen neuen Melkstand einen durchaus attraktiven Arbeitsplatz geschaffen, der uns für lange Sicht auf die sichere Seite bringt hinsichtlich dessen, dass wir mit motivierten Mitarbeitern diese 500 Kühe, die jetzt in einer Schicht zu melken sind. Als wir die Melkanlage in Betrieb genommen haben, betrug unsere Zellzahl ca. 270.000 Zellen in der Milch und wir sind mittlerweile bei einem Durchschnittswert von 180.000 Zellen. Seit dem Beginn des Melkens mit dem AMR hatten wir keine Ausfälle, sodass das Melken jederzeit gewährleistet war. Und zwischen uns und dem Servicepartner und den Technikern besteht ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis und der Service und die Wartung werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Also wenn Sie mich fragen, ob wir uns heute nach über einem Jahr des Betriebes der neuen Melkanlage nochmal so entscheiden würden, dann kann ich Ihnen mit tiefster, wie soll ich sagen, Überzeugung sagen, wir würden es wieder so machen.